Wir sind in einer Flasche. Hä, du willst wieder nach draußen gehen, Ami? Willst du wirklich diesen Nebel hier so zurücklassen? Ich hatte das eigentlich vor. Hey, Ami, dieser seltsame Nebel ist noch in dieser Flasche, aber er ist irgendwie anders als der Nebel draußen. Ich weiß nicht, fühlt sich irgendwie ganz angenehm an. Können wir mal wegpusten? Wow, du wirst ja langsam richtig gut da drin. Fast schon zu gut. Ich weiß nicht, warum der Kaiser diese Flasche hier versteckt hat. Aber er sollte so angenehmen Nebel nicht ganz für sich allein behalten. Hey, da ist wieder dieses Sternenlicht. Was macht es denn hier? Jo, neue Pinseltechnik. Gehört da noch einer hin wahrscheinlich? Jo. Ein saufendes Schaf, warum nicht? Ach, das sind Lauten von Onis. Oder nicht Lauten. Ah, ich habe vergessen, wie die Dinger heißen. Ah, Amaterasu, Quelle alles Guten und unser aller Mutter. Nach unserer Trennung wanderte ich um die Welt. Vor langer Zeit bin ich hier durch finstere Kräfte eingesperrt worden. Deine Ankunft hat das Siegel, das mich hier gefangen hielt, gebrochen. Jetzt werde ich Kasugami dir die Macht des Nebels verleihen. Glänzend auf der ganzen Schöpfung wie schwindender Tau. Wenn er nicht gleich besoffen umkippt. Deshalb hat der Kaiser die Flasche versteckt, als wäre sie ein Schatz. Kasugami, der Gott des Nebels, war darin gefangen. Man sagt, Kasugami kann die ganze Welt in einen Nebel einhüllen, der die Zeit für alle verlangsamt. Ich fühle mich wirklich, als ob ich in einer Traumwelt war, ohne jedes Gespür für Zeit. Aber nun genug davon, das ist eine unglaubliche Kraft, die du da wieder gewonnen hast, Ami. Wenn die Legende wahr sind, kann diese Pinseltechnik jedes Monster mit einem Strich verlangsamen, sogar Blockierspinnen. Lass uns deine neue Kraft sofort ausprobieren, Ami. Naja, mit so einem Doppelstrich pausieren wir. Mal einfach das Zeichen, das da auf der Flasche ist, dass wir diese lästige Spinne zeigen, wer hier der Boss ist. Was zur Hölle? Die Blockierspinne wurde verlangsamt. Das ist also Kasugamis legendäre Zeitverlangsamungstechnik. Wow, Ami, du hast schon ein richtiges Arsenal an Techniken. Blockierspinnen sollten von nun an ein Kinderspiel sein. Wir werden alles verlangsamen, was sich uns in den Weg stellt. Ganz egal, wie schnell es ist. Ich habe auch noch etwas rausgefunden. Der Kaiser muss eine Schraube locker haben oder sowas. Ich meine, warum könnte er wohl Kasugami hier einsperren wollen? Ich wette, es hat alles was mit dem wirbelnden Nebel da draußen zu tun. Ja, der Kaiser ist halt durchgedreht. Ist in dem Raum eigentlich noch was? Also ich meine, außer der dicken Flasche. Nö. Können wir in die Flasche nochmal rein? Nein, können wir nicht. So, alles ist langsamer.
So, dann können wir den auch ziemlich viel leichter besiegen. Zeit ist zwar immer noch nicht prickelnd, aber wir werden auf jeden Fall schneller. So. Ich habe das Gefühl, dass hier sind Spinnen, die einfach nach unten gehen, sobald wir drauf springen. Ja, irgendwie schon. Da ich mir aber hier noch nicht fertig sind mit der Kunden. Ich wollte dich grünen. Danke. So, Iso, mach dein Ding. Stahlfaustsacke. So, die Spinne ist auch wieder nach unten gefahren. Reicht das für unseren Magen? Nein. Es würde für ein neues Tintenfass reichen. Nee, wir warten auf den neuen Magen. Erstmal will ich Mägen und Tintenfässer auffüllen. Ups. Das war nicht beabsichtigt. Hey, komm zurück, ich will nach oben. Komm, brave Spinne. Danke, Spinne. Ja, die Zykladen hier oder was das sein soll, finde ich sehr sonderbar. So, der will uns nicht durchlassen. Der kann mich ruhig mal gerne haben. Sie wartet immer noch da mit ihrem Taucheranzug oder was das sein soll. So, und mit dem Label kommen wir auch hier vorbei. Edge Badge. Ihr könnt ruhig etwas langsamer tun. Ich habe nämlich sowas von keine Lust, von euch Zamatschka zu werden. Oh, das hier sieht schön aus. Oh, nächste Pforte. Tja, Isun, mach mal wieder dein Ding. Tintenstein. Ja. Verlangsamen, dass wir hier drauf kommen. Ach, wir netten Aufzug. So. Das wird wohl der Kaiser sein. Der schnarcht das Gift raus, okay? Hä? Hey, guck mal da drüben, Ami. Ist das nicht der Kaiser? Ich hatte gehört, dass er krank im Bett liegt, aber ich hätte niemals gedacht, dass er die Quelle dieses abgefahrenen Nebels ist. Nun, wie kommen wir an den kaiserlichen Leib ran?
Ich meine, wir sind immer noch zu groß für dieses Moskitonetz. Wir schneiden es einfach durch. Nein. Ach, kümmern wir uns erstmal um die Gegner hier. So, einer ist weg. Beide sind weg. Ah, auch gut. Noch ein M erhalten. Und sogar beides mal Kirschblüten. Okay, noch zwei von der Sorte. Okay, achso, das ist, das eine ist ein Feuerrad. Die Zeit langsamer, da kann ich besser kämpfen. Naja, das wird diesmal nichts Gutes. Ich wurde zu oft getroffen, definitiv, und ein Tintenstein. Naja, grün wenigstens beides. Kann ich mitleben. Gut, das heißt, wir müssen jetzt hier hoch. Hey, komm zurück. So. Kommen wir hoch hinaus. Können hier haben wir einen Save Point. Ah. In der Hoffnung, dass es da hinten was gibt. Nur eine Spinne, okay. Ja gut, wenn sie das machen, sind sie harmlos eigentlich. Karte des kaiserlichen Palasts. Hier sind wir. Da ist der da ist noch ein Spiegel. Hm. Oder sind wir da reingekommen? Ich glaube, da sind wir reingekommen. Ne, da unten sind wir reingekommen im Erdgeschoss. Hm. Ja gut. Das war eine Karte. Ich meine, die hier sind harmlos.
Also irgendwo durch die durchzudashen. Oder auch nicht. Ah, aber zum Glück landen wir direkt vor ihnen. Wow. Hier ist nichts. Aber wir verlieren Energie. Das ist nicht so schön. Ein Exorzismus. Okay. Ja gut, da der etwas gefährlicher ist. War ich das lieber so? Oh, das könnte jetzt schwieriger werden. Vor allem, weil ich nicht weiß, wann die mich runterwerfen wollen. Ach so, hier sind das. Da ist noch was. Ist so ein Holz. Wir sind nicht nah genug dran, denke ich mal. Eine Vergeltung. Hm? Auch schön. Da gibt es nichts mehr. Okay, die sind mir definitiv etwas zu schnell. Ups. Soll ich dem jetzt ernsthaft da in den Wanz springen? Okay, können wir gerne machen, aber vorher... Seht ihr das mal an, Armee? Der Kaiser ist direkt unter uns. Es sieht fast aus, als würde uns der Kaiser sich im Mund darum bitten, dass wir hineintauchen. Sind wir jetzt innerhalb des Körpers des Kaisers? Wow, Abi, du bist eine furchtlose Wölfin. Das sollte der schnellste Weg sein, um an die Wurst des Übels zu gelangen. Hey, was ist das für ein komisch aussehendes Ding? Ah, ich weiß, es ist dieses wackelnde Ding, das hinten am Rachen runterhängt. Ich wette, wenn wir daran kitzeln, dann wird er uns ausspucken. Das ist wahrscheinlich die beste Methode, um hier wieder rauszukommen. Aber heben wir uns das für später auf. Wir gehen jetzt in die andere Richtung. Ah, tatsächlich, wir sind jetzt hier. Hm. Der Reise zum Mittelpunkt des Kaisers, oder wie? Na, dann gucken wir mal. Ich frage mich, was da wohl drin ist. Ich habe so ein Gefühl, dass wir in Schwierigkeiten stecken. Du wirst doch jetzt nicht umkehren, oder, Ami? Auf keinen Fall, wir haben gerade gespeichert. Von daher... Gut, der Antwort. Okay, du kennst den Ablauf. Spring, bevor du guckst. Warum auch immer hier nochmal ein Safe Toys? Also ganz ehrlich, wenn ich so, wenn mein Mageninneres so aussehen würde, würde ich mir ernsthaft Gedanken machen. Entweder über meine Ernährung, meine Verdauung oder über meine Zukunft. Hallo Magengeschwür, wo bist du? Sag bloß das Schwert ist schuld. Unmöglich, das ist verrückt. Dieser Nebel erlebt Ami. Oh.
Festhauch. Während dieser Körper unter meiner Kontrolle steht, verbreitet er bösen Nebel über der Stadt. Und du Dummkopf, du wagst es, den Himmel von allem zu reinigen, was ich schon erreicht hatte. Aber du kannst mich hier in einem menschlichen Körper nicht so leicht besiegen. Im Augenblick schreit das mächtige Schwert Goldnagel danach, von deinem Blut zu trinken. Komm, tritt vor, damit ich dich niedermachen kann. Hehe, schon klar, ich werde vortreten. Du bist ein hartes Stück Arbeit, Pesthauch. Sprich dein letztes Gebet. Du unkultivierter Schurke. Sei gewarnt, wir sind hier tief in den Eingeweiden des Kaisers. Wenn wir hier kämpfen, dann wird sein Körper... Hör doch auf, ein bisschen Action hier würde ihm helfen zu erwachen. Ist aber auch egal, du bist der, der hinter dem giftigen Nebel steckt. Einen menschlichen Körper zu besetzen ist ein netter Trick, oder? Mit meiner überlegenen Klinge, den Komaru, werde ich... Der unglaubliche Isum, den Haufen Schrott, den du Schwert nennst, zerschmettern.